Geister und die Dunkelheit. Bei dieser Quest müssen wir in eine Höhle rein, beziehungsweise in eine Mine. Dafür müssen wir erstmal dieses Heftchen hier lesen. Schauen Sie doch mal wieder vorbei. Die befindet sich dann da oben. Dafür porten wir uns da vorne hin. Oder man kann auch alternativ P4, ich glaube. Ja, nicht von da lang. Dann quer durch den Wald. Genau. Und so läuft das Spiel wirklich schlecht. Das hier ist das Lehrgebiet, da wollen wir nicht rein. Also sollte man gar nicht reingehen in dem Level hier. Wirklich nervig. Hier ist, sie haben immer schnell, dass man immer verlangsamt wird von diesen Totems. Hier haben wir dann auch schon noch eine Lore. Wer möchte, kann sich wieder oben dann auch noch holen. Ach, ich will erstmal hier wegmachen. Na, kann nicht wahr sein jetzt hier. So. Na toll, okay. Geht trotzdem rein. Die nehme ich mit. Oh, schalten wir mal unsere neue Lampe hier an. So, in den Teilen müssen wir uns vorbeischleichen. Beziehungsweise nicht erwischen lassen. So lange unterdrückt. Mittlerweile zeigt es uns auch an, wo wir hin müssen. Im alten PSD war das nicht so, da mussten wir selbst suchen. Jetzt der Raum oder der? Ich glaube, es ist dieser Raum.
gesehen. Und dann hier was rein. Das hat die kleine Ecke, da war das. Wie gefällt dir das, Rigsby, du untoter Hurensohn? Wohin du unterwegs bist, da gibt's kein Weihnachten mehr. Ich könnte wirklich einen Drink vertragen. Es ist trocken unter diesen Felsen. Trocken und kalt wie beim letzten Frost. Guck mal, was schaffe ich hier, ohne dass ich die netten Dinge auslöse. Ja. Das Dynamit da, das mussten wir mitnehmen, weil wir was sprengen müssen. Hat er mich erwischt. Den habe ich nicht gesehen. Was macht das? Das Dynamit muss man damit Umschalt 2 aktivieren, zünden, wie auch immer. Ed hat für Jimmys Jähzorn gebüßt, so wie wir alle. Ich denke, Sie sollten die Sache mit Mr. Rigsby klären. Ah, noch ein Helm. Die Lampen bringen nicht wirklich was, muss ich sagen.
unten geht's dann später weiter für eine die Hauptmission, für die Hauptstory. Hier warten wir mal, bis er wieder zurückgekommen ist. Die Hände sind ganz rot. Graben, wo's doch Jim ist, der soll sein Tod. Das Feld haben die auch ein bisschen umgepackt. Früher konnte man nicht wirklich drüber springen, wurde man immer verletzt. Du siehst echt gar nichts hier. Aber im Kreis gerannt. Da hätte ich abbiegen mögen. Ed hat für Jimmys Jähzorn gebüßt, so wie wir alle. Bringen Sie es für uns zu Ende. Warten, bis die Stacks runter sind. Eigentlich sollte ich das Leben regenerieren, aber jetzt macht es. Ihr Finsternis regiert. Blöden schwarzen Dinger. Und damit haben wir das dann geschafft.